Wenn da wäre Barbie und der geheimnisvolle Pegasus. Oh, wie süß. Sie hat irgendwo einen Eisberg geklaut. Willkommen bei Barbie und der geheimnisvolle Pegasus. Willkommen. Gib deinen Namen ein und klick auf das Schloss, damit es losgeht. Gerne doch. Wenn du schon mal gespielt hast, wählst du deinen Namen an und klickst dann auf das fliegende Pferd. Auf das fliegende Pferd? Nein. Klick hier, um ein Abenteuer fortzusetzen. Hier? Wo? Da? Ich mache ein neues. Kilt. Kaius. Ups. Reingeschrieben. Ich kann das gar nicht groß schreiben im Wort. Das ist ja eine Frechheit. Na gut, Kilt Kaius. Jetzt beginnt das großartige Abenteuer. Ich bin so aufgeregt. Brietta, was ist los? Stimmt was nicht? Magislaus hat wieder irgendwas vor. Annika Schiver, das ist Raila, die Wolkenkönigin. Magislaus hat Annikas Eltern in Stein verwandelt und macht das nur rückgängig, wenn sie ihn heiratet. Er hat das Königspaar in Stein verwandelt? Also hat er wieder zugeschlagen. Bei derselben Familie. Magislaus. Entschuldigung, Eure Hoheit. Wer so heißt, gehört vermöbelt. Ach, das kannst du ja nicht wissen. Weißt du, Annika, ihre Ärmel sind aus Beton. Ihre Schwester. Ihr ist dasselbe passiert. Als sie Magislaus Heiratsantrag ablehnte, hat er sie in, naja, das tanzende hier Schuhe. Verwandelt. Aber warum haben meine Eltern mir nichts gesagt? Meine eigene Schwester. Sie hatten Angst, dass Magislaus es dann auf dich absehen würde. Und so ist es ja auch. Wir müssen sie retten. Sie sind unsere Eltern, Brietta. Es muss einen Weg geben. Was ist mit dem Lichtstab? Dem Lichtstab? Nur er kann Magislaus Zauber brechen. Der Lichtstab besitzt die mächtigste Magie überhaupt. Sogar böse Magie überwindet er. Er besteht aus dem Maß des Mutes, dem Ring das der muss Liebe doch voll unbequem und sein, einem was sie von anhört. Der ewigen Flamme der Hoffnung erfüllten Eisedelstein. Diese drei Dinge sind angeblich im hintersten Teil des verbotenen Waldes zu finden. Guck mal, der Bär! Ich denke, wir schaffen das. Los geht's! Das sieht ja mal realistisch aus, da ist er wieder. Nimm diese Kristallglocke mit. Benutz sie, wenn du Hilfe brauchst. Viel Glück! Oh oh, wo ist Shiver hin? Nicht so ganz synchron, wa? Wir müssen sie finden, bevor wir unser Abenteuer beginnen können. Shiver. Warum suchst du nicht Shiver, während ich zum Pegasusstall gehe? Wir treffen uns dort, wenn du sie gefunden hast. Mit den Pfeiltasten der Tastatur steuerst du Annika und Brietta. Wenn du den aufwendest. Ja, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play Barbie und das der magische, ne, und der geheimnisvolle Pegasus. Ich bin so gespannt und diesmal, begleite ich Annika, ihren Bimmer und Britta in diesem spannenden Abenteuer. Ich glaube, das Spiel ist noch toller als Barbie und die 12 tanzenden Prinzessinnen. Ja, lass mal gerade gucken. Die Musik ist unglaublich um laut. Um Annika bei der Suche nach Shiver zu helfen, achte auf Shivers Kichern. Je näher du ihr kommst, desto lauter kichert sie. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kannst du Annika steuern. Wenn du glaubst, dass du Shiver gefunden hast, drückst du die Leertaste, um nachzusehen. Denk daran, auf Shivers Kichern zu achten und ihm zu folgen. Nee, hier versteckt sie sich wohl nicht. Suchen wir weiter. Ja, machen wir. Denk daran, auf Shivers Kichern zu achten und ihm zu folgen. Ich höre kein Kichern, ihr blöden Frauen. Drück die Leertaste, dann sieht Annika nach. Nee, hier versteckt sie sich wohl nicht. Suchen wir weiter. Boah, ist das aufdringlich, diese Musik, ne? Total laut auch. Ich hoffe, man kann mich überhaupt verstehen. Mit diesem großartigen Spiel. Ich bin so begeistert davon. Und diese Steuerung ist einfach traumhaft. Oh, was ist das denn? Je lauter Shiver kichert, desto näher kommen wir ihr. Ich höre nichts außer dieser Scheißmusik. Und man kann die Musik auch gar nicht leiser machen, ne? Die Optionen in diesem Spiel sind nicht wirklich ganz, ganz groß. Klasse. Denk daran, auf Shivers Kichern zu achten. Ich höre nichts. Zu folgen.
Hier kichert doch keiner. Ach, hier hinten geht's weiter. Drück die Leertaste, dann sieht Annika nach. Nee, hier versteckt sie sich wohl nicht. Suchen wir weiter. Schlittschuhe! Schiffer weiß es! Schiffer weiß es! Folge Schiffer! Da muss man noch irgendwelche Drogen genommen haben, wenn man das hier synchronisieren musste. Hey, willst du das neue Barbie-Spiel Let's Play? Nicht Let's Play, sondern synchronisieren. Ja, klar doch. Aber nur mit einem Kilo Heroin. Im Zahn. Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Ich verpasse noch die... Guck mal hier, wie sie rennt. Robot Dance. Achte auf Shivers Kichern. Je lauter... Ach, der Shiver ist jetzt schon wieder woanders, dieser Sack. Drück die Leertaste, dann sieht Annika nach. Dabei also. Sobald wir den anderen haben, können wir zum Pegasusstall gehen und Brietta treffen. Oh Gott, die Steuerung ist einfach... Der zweite Schlittschuh. Wir haben beide Schlittschuhe. Jetzt können wir uns mit Brietta beim Pegasusstall treffen. Okay, ab zum Pegasusstall. Wir haben Shiver und die Schlittschuhe gefunden. Jetzt erkunden wir das Wolkenreich. Shiver wartet am Torbogen zum Wald auf uns, während wir reiten, Eislaufen und fliegen lernen. Diese Emotionen, ich bin hin und weg. Schnell zum Pegasusstall. Das ist bestimmt total super. Da liegt bestimmt rosa Pegasus-Scheiße rum. Der Geheimnis. Mit den Pfeiltasten der Tastatur steuerst. Wir finden Brietta im Pegasusstall beim Schloss. Das ist aber ein komischer Baum. Boah, Hilfe, die Steuerung. Ist ja noch beschissener als bei den 12 tanzenden Prinzessinnen. Im Pegasusstall kannst du die Bürste benutzen, um Brietta noch hübscher zu machen. Oh, noch hübscher, nein. Klick auf die Silberschale, um ihr ein Leckerli zu geben. Das geht ja fast gar nicht. Wenn du gehen möchtest, klickst du einfach auf den Zurückpfeil. Friss. Noch schöner. Du musst noch schöner sein. Ja, komm. Komm, Baby. Ich mag es, wenn mich jemand striegelt. Oh ja, das magst du. Das magst du, mein Mädchen. Ui, mein Fell glänzt wunderbar. Ja, das tut es. Was glaubst du, hier komm ich. Brietta, du siehst toll aus. Brietta, du bist das schönste Pegasus-Pferdchen im ganzen verfluchten Barbie-Land. So, jetzt danke, das hat toll geschmeckt. Ja, ne? So. Nachher kackt sie alles voll. Mit den Pfeiltasten der Tastatur. Ach, guck mal. Oh, wie elegant sie da drauf sitzt. Mein Gott, wie eine richtige Lady. Das ist eine richtige Lady. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ich mache Lady-Sachen. Ha, wir schwingen es uns jetzt ja mal. So viel zu erkunden. So viel. Unbedingt alle Wege, um zu sehen, wohin sie führen. Sprungtraining. Steuere Brietta und Annika mit den Pfeiltasten auf das Hindernis zu. Drück die Leertaste, wenn du nah dran bist. Du musst aber schnell genug sein, um den Sprung zu schaffen. Zum Verlassen des Springparcours klickst du auf den Zurückpfeil. Hallo, ich möchte jetzt da drüber springen. Komm, spring. Und... Gut gemacht. Ich kann sogar in den Optionen einstellen, dass Brietta automatisch springt. Weil es könnte ja zu schwer sein für mich. Der Sprung ist geschafft. Es könnte ja zu schwer sein. Das macht Spaß. Oh, das macht so einen Spaß. Oh, jetzt hänge ich fest. Scheiße. Nee, das macht so viel Spaß. Schnell weg hier. Schnell weg. Wenn du den Sprung blinken siehst, drückst du die Leertaste, um zu springen. Oh. Der Sprung blinkt auf dem Bildschirm, wenn du die Leertaste drücken musst. Einfach toll. Einfach nur herrlich. So, das war's dann aber auch mit Sprung. Wo müssen wir denn jetzt lang? Es ist ja so unglaublich spannend. Da ist der Sprungkram. Hier, ich möchte Schlittschuh laufen. Mit dem Pferd. Brietta kommen wir da nicht rein. Komm, wir suchen einen goldenen Baum, damit wir absteigen können. Ach, wir müssen am goldenen Baum absteigen. Mit den Pfeiltasten der Tastatur steuerst du Annika und Brietta. Wenn du den Aufwärtspfeil gedrückt hältst, wirst du schneller. Nein, ich werd verrückt. Das habe ich ja gerade schon die ganze Zeit gewusst.
Guck mal, wie sie rennt. Schnell! Ich muss Schlittschuh laufen! Oh ja, jetzt ist richtig. Jetzt macht's richtig Spaß. Hui! Wir haben einen Talisman. Oh. Gut gemacht. Ach nee, ist das schön hier. Lalala. Oh, ich drehe mich wie ein Schwänchen. Toll, wie du Eis läufst. Lalala. Hui! Ich springe über irgendwelche bunten Dinger. Ich glaube, ich bin auf Pilzen. Macht das nicht Spaß? Nein, das macht gar keinen Spaß. Nicht ein bisschen. Aber egal. Wir haben einen Talisman. Gut gemacht. Und jetzt? Ich habe einen Talisman gefunden. Oh, jetzt wird's aber hier kompliziert. Hilfe, Hilfe. Was sind das überhaupt für Schneeflocken? Macht das nicht Spaß? Nein, immer noch nicht. Ups, wo muss ich denn jetzt noch? Gut, dass es hier auch kein Inventar gibt. Erstmal wieder die männliche Stimme rausholen. Wo sind wir denn hier? Mit den Pfeiltasten der Tastatur steuerst du Annika und... Oh no. Boah, die Grafik ist ja grauenvoll. Was ist das denn? Komm, wir gehen zu den Trainingsbereichen, damit wir lernen, wie man reitet, fliegt und Eis läuft, bevor wir unser Abenteuer beginnen. Die Pfade führen zu den einzelnen Trainingsbereichen. Hab's doch jetzt gemacht. Mit den Pfeiltasten der Tastatur steuerst du Annika. Wenn du den Aufwärtspfeil gedrückt hältst, wirst du schneller. Hallo? Muss ich noch irgendeinen Kram einsammeln? Wahrscheinlich schon. Na gut, dann muss ich noch... Training. Steuere Brietta und Annika mit den Pfeiltasten auf das Hindernis zu. Drück die Leertaste, wenn du nach... Vielleicht muss ich irgendeinen Quatsch einsammeln. Ja, sein, um den Sprung zu schaffen. Ja, das haben wir... Das haben wir eben schon mal gehört. Da muss ich doch bestimmt irgendeinen Quatsch einsammeln. Der Sprung ist geschafft. Das macht Spaß. Ist bestimmt auch total angenehm, über Hindernisse zu hüpfen, während man so auf einem Pferd drauf sitzt. Bestimmt auch total gut für den Rücken. Und wenn man so ohne Helm so auf dem Pferd rumsitzt, ach guck mal, da sind ja Herzchenwolken, habt ihr das gesehen? Dann ist die Schädelbasisfraktur eigentlich schon garantiert. So, muss ich jetzt nochmal Schlittschuh laufen oder was? Es gibt ja so viel zu erkunden. Erkunde unbedingt alle Wege, um zu sehen, wohin sie führen. Und jetzt? Allein kommen wir da nicht rein. Wir sollten wieder auf Brietta klettern. Ach, guck mal, das ist der Bär. Ich möchte, dass das Abenteuer beginnt. Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich doch nochmal Schlittschuh laufen. Dieser Pfad führt zu dem Teich, auf dem du Eislaufen üben kannst. Was hier mit? Willkommen auf dem Eislaufpark. Ja. Hier waren wir ja gerade schon. Die Frage ist, was muss ich hier tun? Ach, guck mal, da rechts. Da geht's noch woanders hin. Also von da hinten bin ich eben gekommen. Dann gehe ich jetzt mal hier raus. Macht das nicht Spaß? Mit den Pfeiltasten der Tastatur... Ach, ich komme immer wieder hier raus. Ah, na super. Dieser Pfad führt zu dem Teich, auf dem du Eis irgendwelche geheimen Wege finden. Tue ich nicht. Schade. Wirklich sehr schade. Willkommen auf dem Eislauf. Willkommen auf dem Eiskunstlauffeld. Hier kannst du dir ganz umsonst deine süßen kleinen Mädchenknochen brechen. Und dich ein bisschen im Kreis drehen. Toll, wie du Eis läufst. Muss ich denn hier irgendwas einsammeln? Also ich habe ja schon was eingesammelt. Vielleicht muss ich auch ins Schloss zurück. Ah, guck mal, da oben ist noch was. Oh, super. Wir haben einen Talisman. Gut gemacht. Habe ich jetzt alle? Oh Mann, was für ein Speed. Mit den Pfeiltasten der Tastatur. Wird mir schwindelig. Komm, Mädchen. Guck mal, wie sie trippelt. Mit den Pfeiltasten der Tastatur steuerst du, Annika.
Wenn du den Aufwärtspfeil gedrückt hältst, wirst du schnell... Komm, wir gehen jetzt mal hierhin zurück. Hier ist schon wieder ein goldener Baum. Wenn du einen goldenen Baum siehst, kannst du auf- oder absitzen. Nähere dich dazu dem goldenen Baum und drück die Leertaste, sobald er blinkt. Um wieder aufzusitzen, lässt du Annika zu Brietta gehen und drückst wieder die Leertaste. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei diesem absolut wundervollen Spielchen. Bis dann. Tschüss. Hello.